Hat hier eigentlich jemand den Keller gesehen? Nee, ne? Der pennt hier auch nicht mit, ne? Ich habe ja gespeichert. Hat irgendwie drei Bücher einstecken gehabt, aber nichts Weltbewegendes. Habe ich den jetzt gemobst? Die Geständnisse des Ketzers? Scheinbar. Wenn wir alle nicht einstecken, oder? Er würde mich noch interessieren. Der hat auch nur Bücher dabei und eine Brezel. Wie auch immer er an die Brezel gekommen ist. Jetzt echt hier. So. Von wegen hier also um drei aufstehen. Steht Kinder um drei auf. What the F? Ich mich halt hier hin. An dem Typen da vorne die Schlüssel klauen, aber es geht nicht. Ich könnte es probieren, wenn er irgendwo ein Buch liest oder so. Abgelenkt ist. Auch das wird schwierig, glaube ich. Ich muss jetzt hier nochmal auf mein Buch gucken. So, 3 Uhr, 4 Uhr Morgengebet, 6 Uhr morgens Gemeinschaftsessen. Ist 5 Uhr morgens, Alter. Wirklich? Oh mein Gott. So, er bleibt jetzt ganz hinten stehen alleine, ne? Ich habe noch nie einen Taschendiebstahl probiert, während der Typ da gestanden hat. Also, wenn überhaupt einer da rumgestanden hat, das habe ich noch nie probiert.
Aber es wäre mal interessant zu wissen, ob das klappt. Dafür müssen aber alle aus dem Raum raus. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Guck mal, er ist in der Kirche. Hier, bei Fuß. Komm, gib mir den Schlüssel. Cool. Direkt gesnackt den Schlüssel. Was ist denn das für einer gewesen? Wahrscheinlich auch wieder. Bestimmt der gleiche, ne? Bücherschrankschlüssel habe ich. Klosterschlüssel. Geil. Das heißt, ich komme hier raus. Das heißt, ich kann mir Kohlen holen. Das heißt, brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Dietriche. Brauche ich nicht mehr. Muss nur noch rausfinden, welcher von den Typis den Tod verdient hat. Großer Denn Ansturm zum Reden Essen. und Lehren kommen dem Meister zu, Schweigen und Hören dem Jünger. Muss man den Oberen um etwas bitten, soll es in aller Demut und ehrfürchtiger Unterordnung. So, nochmal kurz gucken. Nein, wo ist denn das? Lustiges. 8 Uhr, arbeite in der Werkstatt der Brüder. Alles klar. Also bis zum 8. Mampfen. Kurz hier das Essen auffüllen. Der Löffel ist ja leer. Das ist sogar Bruder Neblas neben mir, aber wir dürfen ja nicht reden, ne? Ist ja doof. Die Regula Benedicti, Kapitel 6. Die Schweigsamen. So, Sattheit 100. Warten bis um 8. Ich war das ein bisschen trostlos. Ich hätte auch einfach bis kurz nach 8 warten können und dann abbrechen. Vor allen Dingen komme ich mit dem Schlüssel jetzt Hören überall hin. aufbauende Gespräche handeln, vollkommenen Jüngern werde nur selten das Reden erlaubt, wegen der Bedeutung der Schweigsamkeit. Steht doch geschrieben, beim vielen Reden wirst du der Sünde nicht entgehen. Und an anderen. Stehen schon wieder. Oh, ist das schon wieder alles bewacht? Durchmarschiere durch die Tür, dann herzlichen Glückwunsch. Verordnung erbeten werden. Albernheiten aber, müßiges und zum Gelächter reizendes Geschwätz, verbannen und verbieten wir für immer und Die Tür überall. ist zu. Wir gestatten nicht, Ich sage dir, jemand ist in der Nacht durch die Korridore geschlichen. Ach, was sage ich? Er trampelte herum wie ein wütender Keiler. Oder Nevlas. Habe etwas für Sie. Oh, Sie haben Ihre Kräuter aufgefüllt. Na, das ist doch schön. Oh, Verbände. Nicht, dass ich sie bräuchte, aber ich nehme sie trotzdem mal. Komm halt hierher. Ich weiß gar nicht, warum die Leute diese Quest hassen. Joachim. Was wünschst du, Bruder Gregor? Ich sprach letzte Nacht mit den Zirkatoren.
Sie sagten, du sollst ihnen wieder ein Fass Wein beschaffen. Ich, nun, ja, es ist wahr. Ich will dir helfen. Das würdest du wirklich? Um an den Wein zu kommen, müssen wir das Kloster verlassen. Ich weiß, das ist verboten, aber es ist der einzige Weg. Wenn hier Wein verschwende, würde man es schnell bemerken. Um das Kloster zu verlassen, brauchen wir aber die Schlüssel des Priors. Warte, du willst also, dass ich dem Prior die Schlüssel entwende, um dann außerhalb des Klosters Wein zu stehlen? Jetzt weißt du, warum ich es nicht allein tun will. Ich habe nicht das Zeug dazu. Ich komme nicht an die Schlüssel, aber du bestimmt. Oder du öffnest die Schlösser mit einem Dietrich. Aber du hast es doch vorher schon getan, oder? Dem Prior war nicht wohl und er ließ die Schlüssel in der Obhut der Zirkatoren. Sie öffneten mir das Tor, aber diesmal müssen wir die Schlüssel stehlen. Wie komme ich am besten an die Schlüssel? Ich weiß nicht, aber es könnte auch ohne sie gehen. Der Kellerer war einst Einbrecher. Er kennt sich mit Schlössern aus und vielleicht kannst du ihn irgendwie dazu bringen, uns zu helfen. Glaubst du, er würde beim Diebstahl mitmachen? Nein, aber er kann uns beraten oder vielleicht Dietriche geben, mit denen wir das Tor öffnen können. Dir fällt schon was ein. Wenn du meinst, ich versuch's. Sobald du die Schlüssel oder Dietriche hast, komm zu mir und wir schmieden unseren Plan. Bruder, oh nein. Was tust du hier? Komm schon, Bruder. Wir sind doch Freunde. Könntest du dieses eine Mal nicht ein Auge zudrücken? Für mich? Diesmal drücke ich ein Auge zu. Aber nächstes Mal kommst du nicht ungestraft davon. Glück gehabt. Was bedrückt dich? Wegen der Schlüssel. Hast du sie? Die Schlüssel oder wenigstens Dietriche? Ja, ich habe sie. Wenn das so ist, komm vor Mitternacht in den Klostergarten. Ich werde dort auf dich warten. So. Jetzt zu unserem Arbeitgeber. Der nicht da ist. Jesus Christ. Mönch. 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 Da ist er doch. Gelobt sei Jesus Christus. Hier ist das Buch, das du wolltest. Das ist es tatsächlich. Nun kann ich dem Abt endlich sein Heilmittel zubereiten. Das Buch bringe ich dem Bibliothekar zurück und tu so, als hätte ich es herumliegen sehen. Dann schlägt die Sache keine hohen Wellen. Schließlich möchte er nicht, dass jemand denkt, er hätte seine Pflichten vernachlässigt. Es wird ihn verrückt machen. Habe ich das Buch liegen lassen oder nicht? Kann ich mich irgendwie erkenntlich zeigen? Ich würde gern mehr über einige der anderen Novizen erfahren. Welch seltsamer Wunsch. Die einzigen, die alles über die Novizen wissen, sind der Abt und der Prior. Im Buch des Abtes stehen Berichte zu jedem Klosterbewohner. Aber es befindet sich im Studierzimmer des Priors unter Verschluss. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Ich muss dir danken. Und wegen des Buches. Lass dir ja nicht einfallen, es zu stehlen. So. Ahaha. Die Frage ist, wann kommen wir da ungesehen ran? Verpfeifen wir die anderen? Ich konnte etwas herausfinden, das hier im Kloster schiefläuft. Klar tun wir das. Aha. Erzähl mir mehr. Die Zirkatoren gehen nachts in den Keller, um Wein zu trinken. Ich wusste es. Johann hat stets eine Fahne. Und der will abwerden, Heuchler. Wenn du es dem Prior sagst, stutzt er vielleicht Johanns Flügel. Bruder Joachim stiehlt Wein, damit die Zirkatoren trinken können. Joachim? Nun, diese miese Ratte hat ihr wahres Gesicht gezeigt. Weißt du, wo er ihn stiehlt? Ich habe keine Ahnung, leider. Macht nichts. Das war eine wichtige Information. Mehr weiß ich nicht. Komm zu mir, falls du noch etwas erfährst. Ich bin an allem. Liegt noch eine Schriftrolle, ne? Zack. Warum sammle ich die überhaupt noch?
Braucht die doch gar nicht mehr. Wo ist dieses abgesperrte Türchen? Ich muss speichern. Wenn ich da reingehe, die werden mich umbringen. Den Schrank lässt du schön in Ruhe. Er enthält verbotene Bücher. Das ist zu risky. Ich muss es in der Nacht machen. Aber dann ist er da. Ist der drinne? Keiner bemerkt. Uhuhu, jetzt aber schnell. Wo zum Henker bin ich? So. Hey. Willst du wissen, was drin ist? Verbotene Schriften, verfasst vom Teufel selbst. Vergiss sie lieber. Sehen? Es ist gerade mega spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass ich im Kloster so viel Fun habe. Novizen haben hier nichts verloren. Wo will er denn jetzt hin? Der wird jetzt nicht die Pöbel da anheuern. Ich habe hier nichts getan. Tü. Ich sag denen echt Bescheid, ne? Schrank lässt du schön in Ruhe. Er enthält verbotene Bücher. Wer will denn an den Schrank? Schatzkarte gefunden. Was war das? Oh oh. Als ob er es gehört hat. Schatzkarte. Geh. Was zur Hölle war das? Das ist nicht das, was ich mir erhofft hatte. Und warum komme ich mit dem Schlüssel da nicht rein? Sinn?
Eine Seite mit Notizen. Oh oh. Konstantin, der jüngste Sohn des glorreichen Herrn. Mir Ferschka Baron von Parubiz, sein Glaube ist schwach, beinahe nicht vorhanden. Sein Vater spendet dem Kloster im Gegenzug für die Aufnahme seines Sohnes eine großzügige Geldsumme. Folglich wurde er trotz vieler Bedenken wegen seines Charakters und seines für das Klosterleben unangebrachten Temperaments aufgenommen. Bei seinem Eintritt spendet der Herr Flaschka von Padubitz, der Jüngeren, dem Kloster eine weitere beträchtliche Summe. Lasst uns demnach zumindest zu Beginn ein wenig Nachsicht bei seinen Verfehlungen üben. Konstantin braucht Arbeit, die ihm Disziplin lehrt, und er muss zum Christusglauben geführt werden. Außerdem müssen wir ihn vom Klosterkeller fernhalten. Joachim, trotz seiner sündhaften Vergangenheit, könnte er sich als aufrichtiges Vorbild für die anderen Novizen erweisen. Er ist gewissenhaft und fleißig, hat einen festen Glauben und ist immer zugegen, wenn es etwas zu erledigen gibt. Er stammt aus einer Linie wohlhabender Freibauern. In seinem 15. Lebensjahr stürzte er sich vom Teufel verführt auf ein junges Mädchen und nahm ihm die Unschuld. Doch er verdrängte die Schuld und seine sterbliche Seele hätte belasten sollen und schob sie einem Knecht zu, der mit größerer Heftigkeit dafür bestraft wurde. Letztes Jahr, nachdem er versucht hatte, einem weiteren Mädchen die Jungfräulichkeit zu nehmen, erhielt er seine gerechte Strafe. Wut in Brand sorgte der Vater des Mädchens dafür, dass Joachim ins Kloster verbannt wird. Bis zu diesem Tage hat der Junge sich trotz dieser Vergehen rechtens verhalten und ist unter den Novizen der geeignetste Kandidat für ein geistliches Leben. Antonius ist der Sohn eines wohlhabenden Händlers aus Vlachim und widmete sich dem Studium der Theologie an der Universität zu Prag, das er jedoch nicht abschließen konnte, da sein Vater krank wurde und ständig umsorgt werden musste. Nach dem Tod seines Vaters erbte er gemeinsam mit seinem Bruder dessen Geschäft, obschon Antonius Bücher mehr zugeneigt war als dem Handel. In seinen Händen vererbte das Geschäft nach und nach. Nachdem er sich mit seinem Bruder freundschaftlich geeinigt hatte, entschied er sich, seinem Herzen zu folgen und sich dem Klosterleben zu widmen, indem er nach einigen Angaben größeren Frieden finden würde als im Geschäft eines Händlers. Er hat seine Bildung häufig unter Beweis gestellt und spricht besser Latein als alle anderen Novizen, wenngleich sein Fleiß und seine Genauigkeit zu wünschen übrig lassen. Es sollte zudem erwähnt werden, dass sein Verhalten Zweifel an der Glaubwürdigkeit seiner Angaben aufkeimen lässt. Wer nämlich bei Pater Stefan von Vlachim erkundigen, ob Antonius in diesem Teil des Landes tatsächlich bekannt ist. Dass sein Verhalten Zweifel an der Glaubwürdigkeit seiner Angaben aufkeimen lässt. Lukas, still, fleißig und demütig, ein wahrer Kandidat für den Orden des heiligen Benedikt. Er ist stets gehorsam, redet wenig und betet mehr und inbrünstiger als viele der älteren Brüder. Sein einziger Makel, der Tadel verdient, ist seine Neigung zu gleichgeschlechtlichen Gelüsten. Ach was. Diese Neigung ist der Grund dafür, dass ihn seine Familie aus Angst vor der Verachtung der anderen ehrenwerten Bürger an diesen Ort schickte. In der Zeit, in der er nun schon hier ist, hat er sich seiner pervertierten Natur allerdings in keinerlei Weise offenbart. Dennoch muss er weiterhin unter genauester Beobachtung stehen, insbesondere wenn er Kontakt mit anderen jungen Novizen hat. Denn sollten zwei Brüder miteinander Unzucht treiben, wäre das Kloster als Ganzes mit Schande befleckt. Gregor, ein weitgehend ungeeigneter Kandidat für das klösterliche Leben. Er ist der Sohn eines niederen Adligen und scheint sogar für mehr Unruhe zu sorgen als Konstantin. Er ist Reichtum, Trunkenheit und Liebeleien gewohnt, aber gezwungen, die Münzkutte auf direkten Befehl des Herrn von Dauber zu tragen. Kein Ort für dich. Dessen Tochter er schwängerte, um die geplagte Eheschließung mit einem anderen wohlhabenden Anliegen zu verhindern. Er wird nicht sein ganzes Leben im Kloster verbringen, sondern ist hier, um besseres Benehmen zu lernen, wofür sein Vater dem Kloster eine stattliche Summe gezahlt hat. Braucht eine starke, strenge Hand, um Gregor zu leiten, und es werden viele Strafen notwendig sein, ehe er lernt, sein trotziges Haupt vor Gott, dem Allmächtigen und dem Regeln seiner Diener auf Erden zu beugen. Ach so, wir haben, glaube ich, den Namen von ihm angenommen, ne? Sorry. Hier ist noch irgendwie eine Notiz gewesen. Hier noch eine Notiz. Ausgerissene Buchseite? Ach nee, das ist das andere. Hat dich nicht
Seite mit Notizen. Denkt dran, steigt vom Tor des Glaubens zwischen den Schatten der Kathedrale und dem Holzstab hinab und durchquere reumütig das trockene Flussbett unter der großen Brücke. Halte wie Moses ohne Furcht das Wasser im Zaum, steig hinauf zu trockenem Land zwischen den Rohrkolben, finde deinen Glauben und suche in dem brennenden Busch. Okay. Das könnte die Notiz zur Schatzkarte sein. Den Schrank lässt du schön in Ruhe. Er enthält verbotene Bücher. Okay, jetzt mal Butter bei der Fische. Waren bei den Prius und haben ihm quasi Sachen geklaut. Und die Quest hat sich aktualisiert. Fertigkeiten. Lesen. Oh ja, Schnäppchenjäger. Sämtliche Bücher in Lesen sind günstiger? Ja. Wenn du zum ersten Mal ein Fresko, ein Kreuz oder ein Bildstock erblickst, wird dein Charisma verrühmt und 2 Punkte erhöht. Mhm. Die Lernstufe des Buches, das du am meisten gelesen hast, erhöht sich im Schlaf oder beim Überspringen von Zeit automatisch. Du erhältst einen Bonus von 2 Punkten auf Redekunst, wenn du versuchst, Wachen zu überzeugen. Ganz gleich, wo du dich zum Lesen aufhältst, du bekommst immer einen Lernbonus. Hm. Redekunstbonus? Oder Charisma? Das ist, glaube ich, besser. Coole Sache, das. Jetzt mit der Quest. Oh, ich muss jetzt nochmal überlegen. Was hatten die direkt gemacht? Questlog mal einzeigen. Unter den Novizen im Kloster verwirrt sich Pius, einer der Mittäter des Massakers von Neuhof. Noch weiß ich nicht, wer Pius ist. Ach komm. Töte Pius. Oh. Ich weiß nicht mehr, was er getrieben hat, ne? Massaker von Neuhof. Mittlerweile, es könnte Johann sein oder der andere, der Frömmige. Ohne Scheiß. Also, weil Johann ist ein Mädchenvergewaltiger, der hat den Toten wahrscheinlich auch verdient, aber der andere, das ist wohl nicht so sicher, ob der das ist. Nichtsdestotrotz müssen wir es erstmal speichern. Kann ich so speichern? Nee. Mal kurz gucken, ob er das extra aufgeschrieben hat. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich hätte jetzt gedacht, das nimmt mir die Quest ab, aber tut es nicht.